Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darksiders 2, meine Freunde. Weiter geht's. Was ist denn das? Oh, hier brennt's einfach mal geil. Cool. So, wollen wir mal uns zu Vulcrum gleich mal bewegen. An den kommen wir ja gleich mal vorbei. Dann können wir uns gleich mal diesen Fähigkeitspunkt Resetter irgendwas Dingens kaufen. Deswegen, ich will schön alles auf mehr oder weniger Ghouls, ehrlich gesagt, skillen. Wegen die Ghouls finde ich besser, stärker und alles mögliche als die Krähen. Die Krähen habe ich eigentlich nur gekauft, weil ihr euch bestimmt gefreut habt oder so. Alter. Wetten, gegen den kämpfen wir jetzt gleich. Aber darauf freue ich mich ja jetzt schon. What the fuck? Ich glaube, der ist platt. Der lebt doch noch einfach. Erschaffer Knochen. Tut das weh? Aber so einen Stab hätte ich auch gerne, ey. Als Zweitwaffe, das wäre ordentlich. Sag jetzt nicht, dass er den einfach so eiskalt besiegt. Ich kann ihm nicht helfen, Reiter. Okay. Tu dein Schlimmstes. Werde ich machen. Bossfight, Leute. Bossy. Können wir den eigentlich jetzt so schön besiegen, oder? What the fuck? Digga. Moment. Ja, yeah, null Schaden, rockt. Achso, auf das Pferd können wir hier nur... Müssen wir den eigentlich besiegen nebenbei? Ich weiß es nicht. Ich glaube, den müssen wir noch gar nicht besiegen. Okay, dann tschüss. Adios, amigo. Alter! Kollege! Asche? Zeig mir mal bitte Weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den besiegen müssen. Ich weiß auch gar nicht mal wie. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich dachte schon, der trifft schon wieder, ey. Mann, Mann, Mann. Ah, wir müssen den doch besiegen und darauf hämmern. Okay, gut zu wissen. Yeah! Eat this, Motherfucker! Jetzt hast du keinen Hammer mehr. Boah, ging das schnell. Ich dachte, das wäre total schwer irgendwie und so. Halten Sie Ausschau nach dem Todesgriff. Ein Moment. Komm, Hämmer drauf auf die Kacke. Jawollo. So muss das doch laufen. Ne, Kollege? Oh, oh, jetzt ist er sauer. Glaube ich. Da, ja. Und gleich mal wieder deinen Arm ab. Ja, da schaust du blöd, ne? Ja, ja. Moment. Jetzt. Hallo? Ne, nicht Reaper-Gestalt. Todesgriff, genau. So, schön draufklemmern. Und batz! Jawollo! Na? Kannst du ein bisschen Samba? Oh-oh. Aber kein freundlicher Samba anscheinend. Hui! 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 Was machst du? Reit, reit! Alter! Warum? Jetzt reicht's. Nee, Option, das... Warum kommt immer dieser scheiß Zielmodus, wenn ich mich bewege? Moment. Alter, das kotzt so an, ne? Das geht mir so auf die Eier. Ich weiß echt nicht, was das soll. So, Umschalt habe ich ausweichen, ja. Wo habe ich noch diese scheiß Umschalttaste drin, ne? Warum kommt immer so ein Kackziel? Da. Auf Feind fokussieren, ey. Für ein Arsch, Arschloch, ey. So. Geht doch. Na, endlich. Da. Kann das sein, dass ich den einfach kaputt hauen muss? Ah, ich muss den einfach kaputt hauen. Hui. Geh down. Ja, wollo. Ja, lad doch nach. Wie auch einfach da steht.
What the fuck? What the fuck? Heiltrank. So. Ah, nein, 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 nein. Ich sehe nichts mehr. Ja. Fügt er mir einen Schaden zu? Nee, ne? Doch. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir sollen diesen Ball einfach zu denen befördern die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die ganze Zeit hier Bälle zerstören müssen. Alter. Na komm halt. Geh halt down. Da müssen wir was machen, wenn er sich so auflädt. Ich weiß, dass er gleich explodiert. Wow. Aber was soll man denn damit machen mit dem Ball? Irgendwas ist ja doch bestimmt gut. Oder können wir den jetzt ein bisschen Schaden zufügen? Ah. Da ist nix. Wo ist der Ball? Hui! Der Ball war gerade direkt vor meine Fresse. Hm. Nein, 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 nein. Oh. Was soll man denn damit machen mit dem Drecksball? Irgendwas muss ich doch damit bestimmt machen. Ah. Ich frag mich nebenbei immer noch, wie man diese Scheiße nachlädt. Oder lädt er einfach das wirklich automatisch die ganze Zeit nach? Wie kann ich das Arschloch bekämpfen? Obwohl, warte mal kurz. Ich hätte da was. Ich versuch das mal. Ich weiß nicht, ob das klappt, ne Leute? Ich sag das schon mal gleich. So. Und jetzt? Ich versuch's einfach. Nee, definitiv nicht. Au. Au. Ich wüsste echt nicht, wie man den bekämpfen soll. Hä? Ja, jetzt schießt er wieder seinen scheiß Ball hin und her. Ja, toll. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man das Kacke macht. Naja, da kann ich nicht bekämpfen, da kann ich gar nichts machen. Nee. Ha. Alter. Na, wird der schon schwindelig? Jawohl, ich kille den, indem ich ihm schwindelig mache. Ja, okay, schieß halt deinen scheiß Tricksball wieder los. Ja, komm. Aus meiner Hand kommt die ganze Zeit ein Ball. Ah. Ich bin mir aber immer noch sicher, dass ich den einfach vor seiner Fresse explodieren muss. Ja, toll. Ach Mann, ich habe keinen Plan, wie die Kacke geht hier. Lass mich doch mal in Ruhe, du Arschloch, ey. Ach, du musst nicht alleine gehen, ey. Ha. Oder muss ich was mit das Auge da machen? Keine Ahnung. Jetzt schießt er ja schon wieder deinen Drecksball, ey. Was ist, wenn er jetzt einfach da verpufft? Aha. Ah, doch. Den Ball sollen wir doch dafür benutzen. Aber ich habe mich gerade ein bisschen blöd angestellt anscheinend. Moment. Jetzt wieder den hier. Hallo? Ich würde da gerne rauf. Hä? Ach, da er ist drauf, okay. Ja, toll. Hä?
Wo ist denn? Ah, boah, ja, müssen wir noch Kletterpassagen machen. Auch ganz toll. So. Ob das noch ein bisschen gereicht hat, die Zeit. Aber ich glaube, der macht so lange nichts, bis ich da wohl nach oben geklettert bin. Okay, das ist ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen blöder. Aber naja. Ich weiß nicht, was unser toller Sensenmann immer macht, aber irgendwie meint er... Oder unser Pferd, ey. Zieh den doch an, danke. Ja, toll. Ich komme auch nicht von diesem scheiß Tricksball weg, ey. Egal, wie lange Speed ich raushaue. Mann, Mann, Mann. Aber der muss wirklich schon in seiner Nähe sein, ne? Sonst bringt das nichts, ne? Ja, der muss in seiner Nähe sein, ey. Viel Spaß, Alter, ey. Ja, toll. Hatte ich keinen Speed drauf. Haha, lustig. Ey, geht der mir auf die Eier, ne? Wenn der tot ist, ey, dann freue ich mir einen Keks. So, Kollege. Warum schießt dieser verdeppete... Warum geht denn der Ball auf mich, ey, raufgeflogen? Ach ja, komm. Leck mich doch am Schwanz, Alter. Oh. Er schießt wieder deinen scheiß Drecksball. Mir doch scheißegal, ey. Ich mach gleich nicht mehr mit bei der ganzen Kacke hier. Visier, danke. Ey. Ja, genau. Und Heiltrank haben wir nebenbei auch nicht mehr. Geil, ey. Ich mag das die ganze Zeit vor seiner Fresse, diesen scheiß Ball. Und der Ball geht trotzdem auf mich. Ey, was ist denn das für ein Kack? Ja, super, jetzt hat er mich von der Hand gekillt. Ey, ja, geil. Was ist denn das für ein scheiß Bossfight? Ey, da schießt er schon zwei scheiß verfickte Bälle, ey. Ich gebe ihm gleich mal meinen Ball zum Lutschen. Ey, oh, jetzt kann ich die ganze Kacke nochmal von vorn machen, oder was, ey. Super, geil. Oh, was für ein scheiß Boss. Ja, genau. Gib's mir doch gleich. Dein scheiß Trickshammer, ey. Also ich muss ja die Kacke machen. Stimmt ja, da war ja was. Du schießt doch da drauf. Da muss ich wirklich ein bisschen warten. Ja, ich muss glaube ich warten erst. Ey, ich hab ein Nitro rausgehauen. Alles mögliche, aber ich krieg den Stein trotzdem ab, oder was? Ey, du gehst mir so gehörig auf die Eier, Junge. Boah. Aufregend pur und so. Ja, komm, hau deinen Hammer runter, ey. Junge, du kannst mich doch jetzt schon schlagen. Ja, super, danke. Ey, wie schnell muss ich denn sein mit dem Pferd jetzt gerade? Ja, ich weiß, dass man das darauf machen muss. Mach die scheiß Katzen da weg. Ah, Kollege, ganz toll. Ach, jetzt darf ich da auch. Jetzt darf ich endlich. Ah. Musste ich doch 10.000 Mal erst ausweichen, bis dieser verdammte Kacktipp da kommt. Ja. Zack, zack. Oh Mann, Alter. Was? Okay. Gut, das kann ich nicht heraufbeschwören. Würde wahrscheinlich eh nichts bringen. Ey, die Kacke kann man wirklich irgendwie nicht ausweichen. Ey, ich weiß nicht warum. Komm. Alter, Alter, Alter. Ich freue mich jetzt schon wieder auf diesen Drecksball, ey. Mann, Mann, Mann. So. Und jetzt ist der auf jeden Fall schon mal dead. Und jetzt kommt gleich der andere Arm dran, auf den ich mich eben schon wieder gleich richtig freue, ey. Nebenbei, ich muss richtig... Verdammt. Boah, ich muss so dringend aufs Klo, ey. Boah. Ohne Witz, ey. So.
Nebenbei weiß ich immer noch nicht, wie man diesen Drecksball ausweichen soll, ey. Der trifft mich manchmal gerne trotzdem, ey. Warum explodiert er denn so? Der stand perfekt beim Typen da. Aber der explodiert nicht. Der geht trotz dessen auf mich, ey. Ist ja richtig geil. Komm, geh auf den. Geh auf den. Explodier einfach so. Ey, ich kapier das nicht. Ich kapier das ganz ehrlich gar nicht. Jetzt hat er mich schon wieder getroffen, ganz geil. Oh Mann, Alter. Geht er mir auf die Eier. Weg, weg, weg. Ich bin mal ganz weit weg. Der müsste jetzt eigentlich explodieren. Explodier einfach. Alter. Hä? Ich hab's doch schon mal gemacht. Ich hab doch das gleiche einmal gemacht. Hä, hey, jetzt geht er perfekt zu den Typen, oder was? Ich kapiere das gerade gar nicht. Oder gibt es nur einen Ball, der so scheiße ist, oder was? Wer geht jetzt auf mich, der Ball? Perfekt, danke, danke, danke. Ich glaube, das kann jetzt was werden. Ich glaube, ich habe es jetzt irgendwie begriffen. Einen Ball gibt es immer, der irgendwie total behindert ist. Und die anderen Bälle gehen halt auf mich irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, das ist so. Ich weiß es selbst nicht so genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich jetzt wieder den Steinchen da kaputt hämmern muss, die wir alle so schön zusammengefarmt haben. Weißt du, ist eh das Geilste. Farmen wir schön alle Steine zusammen. Ja, komm, du hast Mundgeruch. Nehmen Airways oder so. Mann, Mann, Mann. So. Das Bällchen wäre auch kaputt. Schön schnell wegreiten. Der Ball fliegt eh jetzt gleich wieder zu mir. War klar. Komm schon. Perfekt. Und schön wegreiten wieder. Ich frag mich, was das jetzt soll. Was sollte das bitte, du scheiß Dreckspferd? Ey, warum reitet der manchmal so nach links und nach rechts, obwohl ich da gar nicht hin will? Ich wollte einfach weiterreiten, du scheiß Dreckspferd, ey. Ah, jetzt ist da wieder Mr. Böser Ball. Oh, komm, explodier einfach. Bitte explodier. Es explodiert bei ihm? Explodier bei ihm. Och, ja, komm. Hallo? Pferd! Du Dreckspferd, ey! Warum reitet der nach links und nach rechts auf einmal? Die Steuerung ist da richtig kacke, finde ich. Ja, genau. Und jetzt kommt noch der andere Ball auf mich gleich. Ganz witzig. Sobald er zwei Bällchen da raushaut, habe ich eigentlich fast gar keine Chance mehr irgendwie. Das schaffe ich dann gar nicht mehr. Wie auch nicht explodiert bei meinen ganzen Kugeln, ey. Wäre das geil, wenn es irgendwie eine scheiß Nachladetaste gäbe. Das Nachladen dauert irgendwie auch sowieso so derbst lange, ey. So, nochmal ein Heiltrank. Hab ja so viele. Boah. Ja, komm, wieder auf mich. Machst ja eh gerne. Ey. Ja, komm, schieß halt, dein scheiß Drecksball. Den will ich dir so gerne schön in die Fresse kloppen, ganz ehrlich, Kollege. Jetzt kommt er gleich mit seinem nächsten Ball. Alter, Alter, Alter. Was rastet der jetzt aus?
Oh, der Schuss war aber richtig geil. Ey, wie er mich auch noch trifft, ey. Ich habe wirklich alles reingejagt, meine ganzen Dreckskugeln, aber er trifft mich trotzdem noch, oder was, ey? Auch richtig schön verarschen, kann ich mir selbst, ey. Komm, geh. Kaputt. Und bitte jetzt auf den, ey. Ja. Ja, danke, danke. Den Ballteil haben wir schon mal geschafft, auf jeden Fall. Ich hoffe, wir müssen den jetzt nicht dreimal auf den Kristall da schlagen. Dann gibt es nur noch einen Kristall und wir, den verkacke ich dann gleich. Boah, wir sind schon bei 20 Minuten, ey. Nur wegen so einem scheiß Drecks-Boss-Kampf. Der dauert auf jeden Fall schön lange, ey. Ist auf jeden Fall totaler Rage-Part, ohne Witz. Oh, haben wir es jetzt geschafft? Nee, der lebt noch, ne? Oh, ich muss dringend pissen, Junge. Ja, ja. Zerbrösel, zerbrösel. Ja, oh, das schaut gut aus. Oh, bitte lebt jetzt nicht nur noch der Stein. Der Kopf. Ich glaube, der ist wirklich jetzt kaputt, oder? Bitte lass ihn kaputt sein. Ich habe keinen Bock, jetzt noch weiter dazu machen. Ja, ja, der schaut wirklich komplett kaputt aus. Das Auge macht mir irgendwie gerade Sorge im Hintergrund. Oh, wehe, jetzt müssen wir noch gegen den Kopf da kämpfen. Yeah. Zack. Und hier noch hingejumpt. Oh yeah. Na warte. Und Reaper-Gestalt. Und Batz, Junge. Schön auf den Kopf, ey. Jawollo. Ruhe im Karton. Endlich geschafft, ey. Mann, 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 ey. Du hattest keine andere Wahl, als ihn zu vernichten, Reiter. Und doch, wenn der Weg zum Baum des Lebens frei werden muss, habe ich keine andere Wahl, als ihn zurückzuholen. Wie oft soll ich ihn denn noch umbringen? Der Wächter wird wie neu geboren sein, frei vom Verderben. Jetzt tritt zur Seite. Das wird etwas mehr Aufwand benötigen. Warte, wer der... Na klar, jetzt belebt er ihn wieder oder warte jetzt. Ey, weh, ich muss jetzt die ganze Kacke nochmal machen, ey. Ey, da habe ich ihn schon zerstört. Das wirst du nicht überleben. Ich bin der Erschaffer. Diese Aufgabe definiert meinen Sinn und Zweck. So wie das Einsammeln von Seelen deinen definiert. Dem können wir nicht entkommen. Du hast da was im Auge gehabt. Begib dich jetzt zum Baumreiter. Deine Reise ist noch lange nicht vorbei. Deine aber. Das sieht so geil aus mit der Krähe. Hä? Sag jetzt nicht, der belebt ihn wieder. Der belebt ihn wieder jetzt, so pass auf. Na, na? Der heilt den doch gleich, ne? Boah, hat der wieder Mundgeruch, Alter. Ne, der heilt den doch nicht. Ich dachte, der belebt den wieder mit seiner totalen magischen Kraft oder so. Uh-oh. Jetzt regt das Auge da ordentlich was auf. Aua. Muss er jetzt nochmal einen Schwung machen oder was? Boah, Schwächling. Da rastet jemand aus. Na? Ey, nee, ne? Sag jetzt nicht. Das Auge hat jetzt... ich wollte schon sagen, das Auge hat jetzt den Typen da übernommen irgendwie. Und dann kann ich gleich nochmal gegen das Vieh kämpfen. Ich wollte schon sagen, ich wollte schon ordentlich... Aber auf jeden Fall war das der Bossfight in diesem Part. Hat ein Geschenk für dich hinterlassen. Oh, anonym. Cool. Jedenfalls, ich hätte ja auch die ganze Zeit sagen können, okay, ich mach kurz Pause und guck mir an, wie der Bosskampf geht, aber ich wollte es nicht machen, denn das sehe ich als kleine, sage ich mal, Herausforderung und ja, es sollte auch blind sein, Ding. Es bringt nichts, wenn ich jedes Mal in irgendwie YouTube gucke, okay, wie geht das, dann ist ja nicht so wirklich blind mehr, versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall war das, ja,
schon hart, definitiv. Und damit werde ich diesen Part auf jeden Fall erstmal beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part von Darksiders 2 wieder. Chakalaka, Motherfucker, bye.